Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom ETS 2. Hier wieder im Multiplayer auf dem Weg nach Danzig mit Corona-Covid-19-Impfstoff. Ja, wir satteln die Pferde und sind schon wieder auf dem Weg. Und dann geht das hier auch los. Sehr schön. Ja, wir fahren hier aktuell über Landstraße. Schauen mal nachher, ob wir vielleicht auch noch ein Stückchen Autobahn erwischen. Hier ist im Moment nicht so viel los, auch was Mitspieler betrifft. Und ja, wenn dir die Fahrt und das Ganze gefällt, Helga, ich fahre geradeaus, keine Panik. Dann lass auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und kommt auf jeden Fall auch gerne in den Community-Discord. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Da können wir uns dann auch mal gegenseitig austauschen oder ihr könnt euch da natürlich auch gegenseitig austauschen. Wenn ihr irgendwie was habt oder wenn ihr Bilder posten oder zeigen wollt, dann könnt ihr das da auch gerne machen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, und nun wünsche ich uns natürlich eine gute Fahrt. Ja, nehmt euch was Leckeres zu trinken. Holt euch einen Kaffee, einen Tee oder vielleicht auch nur eine Cola. Und dann geht es los. Das ist ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil, was man Truckern ja gegenüber hat. Dass die natürlich immer nur in ihrer Butze hier sitzen und essen und trinken, ne? Aber ich kann es mir auch vorstellen, weil selbst wenn ich nur virtuell hier sitze, fange ich auch die ganze Zeit an, irgendwie zu trinken. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil ich die ganze Zeit am Reden bin, aber ja, da steht meine Kaffeetasse von Krone. Ja, aber ich glaube, dass da ist auch ein bisschen was dran, ne? Dass man halt wirklich hier sitzt und so ein bisschen natürlich auch Langeweile hat, ne? Wenn man halt nur die ganze Zeit stumpf geradeaus fährt. Mittlerweile ist die Technik ja auch schon so weit, dass man gewisse Assistenten dabei hat, ne? Die dir dann helfen beim LKW-Fahren so. Und ich glaube, genau dann wird es natürlich auch noch ein Ticken langweiliger, um es mal so zu nennen. Ich muss hier jetzt mal kurz aufpassen. Doch wieder rüber? Aber ich will hier abbiegen. Das ist auch sehr sportlich. Ja, aber so ist das, glaube ich. Und man hat dann natürlich auch sehr schnell irgendwie ja Langeweile, weil natürlich die Assistenten dir die Arbeit, die du ja sonst am Steuer verübst, ja im letzten Endes abnimmt und ja, man dadurch natürlich halt andere Sachen macht, sag ich mal, wie Essen, Trinken oder was anderes. Oh. Ah, ja, ein bisschen brennt das in den Augen, Kapi. So, hier sind ja doch ein paar Leute. Ich glaube, wir sind jetzt gleich beim Fährterminal, um rüberzusetzen zu dem Ort, wo wir natürlich hinwollen. Hier mal wieder ein bisschen abbremsen. Und in den Städten ist natürlich auch immer ein bisschen mehr los als auf den Straßen an sich. So, hier gleich wieder raus. Aber so, dann geht das Ganze seinen Weg. So, hier waren wir, glaube ich, hier sind wir noch, glaube ich, nicht gewesen, ne? Das ist echt noch so unerkundschafteter Bereich. Hinter uns, ne, ist doch keiner. So. Norfood, Entschuldigung. Und jetzt geht es weiter raus aus dem Ort hier, rein in die Landschaft. Hoffentlich. So, da kommen gleich welche von vorne. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Schon mal grüßen von Weitem. Moin, moin. Jo, moin und moin, moin, moin. Moin, 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 Freunde. Schön, dass ihr alle mit den Impfstoff verbreitet, den wir gerade ja aktuell auch brauchen. Dafür setzen wir uns natürlich alle ein, dass das auch alles in den Weg kommt. Und guck mal hier, schön die Bahnstrecke nebenan.
Bisschen Wasser links und rechts. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. Huh. Habe ich auch einen kleinen Schlenker drin gehabt. So, immer wieder ein bisschen langsam. Wir sind ja wieder irgendwie in so einem Ort. Ich glaube, wir fahren, ja, wir sind jetzt gleich beim Terminal, beim Fährterminal. Das ist sehr schön, das ist sehr gut, ey. Sind dann ja relativ gut auch in der Zeit. Oh, da Nun steht die ist Fähre links schon. abbiegen. Steht die Fähre schon. Wir fahren weiter, weiter, weiter. Biege nach links ab. Nach links? Die Fähre ist doch da auf der anderen Seite. Naja, ich glaube, wir müssen hier hin. Zack. Und dann müssen wir darüber nach von Karlskrona nach Gdynia. Keine Ahnung, wie man das auch richtig ausspricht. Kein Plan, Leute. Aber wir brechen auf. Kein Problem, ich Kein finde eine Problem. neue Route. Ja, fahr mal übers Wasser. Wir fahren einfach übers Okay, lass Wasser. uns eine neue Route finden. Ja, das kriegen wir schon hin. Sind wir denn hier? Eurolines, okay. Let's go. Let's go. Demnächst links biegen. Ja, machen wir. Gar kein Problem. Moin. Da kommt der nächste mit so einem Trailer. Links Und ab. ich dachte eigentlich, man könnte das auch mit seinem eigenen Trailer machen. Aber ich glaube, dadurch, dass es wahrscheinlich aktuell so ein Event ist von CSS, SCS, Entschuldigung, geht das halt dann dementsprechend nicht. Ich dachte schon, er zieht durch, ey. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich hatte schon ein bisschen Angst. So, und wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von unserem Ziel, denn ich sehe es schon. Nämlich da vorne, in Danzig. Das heißt, nicht mehr allzu lange, nur noch 50 Kilometer tatsächlich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. 50 Kilometer nur noch. Das ist ja Nimm diese Ausfahrt. schon mal ganz geil. Ja, wir sind auf dieser Ausfahrt unterwegs. Der nächste Am Kreisverkehr. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Alles klar. Wie ein bisschen bremsen müsste ich aber schon mal. Nimm diese Ausfahrt. Ah, kriegen wir hin. So, sind wir schon da? Noch nicht, ne? Schade eigentlich. Oh, erstmal hier Vollgas 70, Attacke. Ja, die Landschaften, die sind schon echt immer mega, mega gut aufgebaut, ne? Kannst du sagen, was du willst, aber die ganze. Das ist auch echt eine heftig, heftig viel Arbeit, Leute. Das darf man immer gar nicht so unterschätzen, ne? Das ist schon echt heftig, was die Entwickler und auch die Community aus dem Game ja auch leistet. Ne? Auch Rechts halten und dann Ausfahrt rechts viele nehmen. aus der Community sind ja fleißig am Modden. Guckt euch die Pro-Mods-Map Nimm die an Ausfahrt oder rechts. andere, die es ja mittlerweile gibt. Sind ja frei modellierte aus der Community. Und das ist schon auch heftig, was da aktuell Biege ja nach links ab. auch abgeht in der Szene, wenn man so will. Und ich glaube, das ist auch nicht gar nicht mal so einfach, um das Ganze halt herzustellen, ne? Weil man muss das ja auch so detailgetreu nachbauen, wie es halt in echt dann halt ist, so in etwa, sag ich jetzt mal. Und letztens hatte mich auch ein Zuschauer gefragt, Demnächst rechts ob abbiegen. die Kilometer oder die Entfernung auch dieselbe ist wie in Real Life. Und das muss ich euch nochmal fragen. Wenn ihr das wisst, schreibt das gerne mal Biege rein nach rechts in ab. die Kommentare. Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich meine, von der Fahrzeit ist es natürlich ein bisschen anders im Game, glaube ich. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, die Kilometer könnten schon identisch sein, oder?
Also ich weiß es leider nicht so genau, aber ich stelle die Frage einfach mal in die Runde für euch, um sie in die Kommentare zu in den Kommentaren zu beantworten. Es wäre auf jeden Fall spannend mal zu wissen. Links abbiegen. Also wenn das jemand weiß, schreibt das gerne mal rein in die Kommentare. Biege nach schnell, links ab. Bevor die Ampel wieder rot wird. Schön mal in die Kurve gelegt. Gelehnt. Jetzt sind wir gleich dann auch am Ziel. Moin. Nochmal an. Abbremsen. Immer geradeaus. Ja, die Ampel ist aber ja rot, Helga. Ja, geradeaus ist immer so einfach gesagt. Ah, die Ampel ist doch rot. Nee, sie ist grün. Let's go. Bitte rechts halten. Oh, machen wir sofort. Wir müssen jetzt gleich ja sowieso hier erstmal irgendwie abbiegen. Hier, ne? Ist das schon? Wir sind heile angekommen. Ja, wir sind heile angekommen, ja, das sagst du. Ah, immerhin auch ein Platz, wo man auch ein bisschen Platz hat, lol. Endlich mal ein Platz, wo man halt auch wirklich vernünftig abladen kann. Jetzt kommt's. Jetzt verkacke ich's, pass auf. Ah, sieht aber gut aus. Sieht gut aus, Freunde. Es sieht hervorragend aus. Ah. Guckt es euch an. Kurz. Ah, ist in Ordnung, ne? Muss ich sagen, ist in Ordnung. So. Dann haben wir die Fracht ausgezeichnet absolviert. Bam, bam, bam. Kriegen noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja. Gehören auch schon zu der Elite, Leute. Wir sind schon Elite. Jetzt schauen wir mal, ob wir von hier gleich wieder was mit nach Hause nehmen können. Oh ja, hier sind ein paar Corona-Morona-Dinger. Aber ich hätte gerne auch noch was Kürzeres. Ja, wieder zurück. Wieder zurück nach Helsingborg. Naja, dann müssen wir halt gucken, dass wir... Oder wir fahren nach... Ja, wir fahren nach Krakau. Ja, moin, Bauer, moin. Krakau. Ja, Krakau. Können wir auch runterfahren und dann hier irgendwie wieder zurück. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ist natürlich eine etwas längere Strecke jetzt. Aber wir brechen auf. Leute, wir brechen auf. Richtung Krakau. Lass uns los. Alter. Darfst du auch gar keinem sagen, ey. Wo ist denn unser Anhänger da drüben? Darfst du auch gar keinem erzählen, was ich da wie schon wieder vor mir gelassen habe, ey. Mann! So. Okay, wir fahren los. Ja, let's go. Man sieht ja gar nicht, dass ich da drin sitze. Ha. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, wir legen los. So, Freunde. Der guten Unterhaltung. Stopp. Da ist frei. Da ist auch frei. Let's go. Nach links ab. Mach ich doch schon. Boah, Sprit haben wir auch noch genug. Ist entspannt. Immer geradeaus. Gib mir Mühe. Mach ich aber erstmal links rum. Links halten und dann links abbiegen. An ihm hier mal hinterher. Ist auch ganz nice. Biege nach links ab. Oh. Haben wir ihm hinterher hier, oder was? Er wird uns bestimmt safe gleich abziehen.
Ja. Hoffentlich fahren wir jetzt nicht die Tour nur über Landstraße, ey. Dann kriege ich die Krise. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir fahren auch gleich über die Autobahn. Da sind auch wieder ein paar Leute am Start. Alter, was ist das hier für eine kurvige Straße? Oh, bremsen! Shit, das war knapp. Aber wir haben ihn nicht berührt, Leute. Wir haben ihn zum Glück nicht berührt. Mach's gut, gute Fahrt dir. Ich fahre hier lang. Ich fahre woanders lang. So, alter Schwede, ey. Ganz knappe Kiste. So, schalten. Das war auch anders knapp, oder? Sagt mal ehrlich. Das war aber auch echt anders knapp. Weil man hat ja auch nicht so gesehen, dass er da so voll die Bremsung hingelegt hat, ne? Das war schon heftig. Das war schon heftig, ey. So. Ich glaube, wir sind jetzt gleich an der Maut. Ja, sind wir wohl. Tolle Wurst. Immer diese Maut, ey. Immer diese Maut. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich kann hier ganz rechts lang irgendwie, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir... Oh, stopp! Ah, ich habe die Schranke nicht gesehen. Ich dachte, ah, da ist auch ein X. Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Autopass. Verdammt. Eieieiei. Oh, wow, das tat weh, ey. Shit. Oh Mann! Es wäre so schön gewesen. Verdammt. So, mal auf die Scheißschranke, ey. Ja, mein LKW ist kaputt. So. Wenn wir denn. Eieiei, Freunde. Ich glaube, wir müssen hier erstmal kurz zur Ruhe kommen. Was ein Scheiß, ey. Aber, wenn euch das Ganze gefallen hat, auch wenn wir jetzt ein bisschen Malheur hatten, ich dachte echt, das wäre eine Auto-Dingsbums. Hier, ne, wo man einfach durch konnte. Aber, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir gerne, wie immer, einen Daumen nach oben da. Checkt gerne die Videobeschreibung ab für mehr. Und nutzt gerne auch meine Links, wenn ihr euch DLCs kaufen wollt. Wäre auf jeden Fall nice. Ja, ich würde sagen, wir machen den Motor aus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schönen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.